Bei der Aufgabe 2 geht es wie bei der Aufgabe 1 um die Energieerhaltung. Wir haben hier jetzt eine etwas andere Situation. Ein Körper wird hier von einer Terrasse aus oder so nach oben geworfen und fällt dann nach unten. Und wir interessieren uns auf die über die Geschwindigkeit in 4 Meter Höhe. Das heißt, wir haben hier zu Beginn bereits kinetische Energie plus potenzielle Energie und dann am Endpunkt, der uns interessiert, auch wieder potenzielle Energie und kinetische Energie. Und da wir wissen, dass die Gesamtenergie, also die Summe der beiden Energieformen hier und überall hier immer konstant ist, können wir dann auf dieser Höhe diese Energie auch ausrechnen und damit auch die Geschwindigkeit dann errechnen, die uns interessiert. Wenn wir den Körper hier hochwerfen und dann wird er oben langsamer und nach einer gewissen Zeit hat er wieder diesen Punkt erreicht, an dem Punkt ist natürlich die Geschwindigkeit dann wieder gleich groß wie hier. Wir haben die gleiche Höhe, Energieerhaltung sagt auch hier, dass die Geschwindigkeit die gleiche sein muss, allerdings geht sie dann nach unten. Das heißt, wir haben dann hier 10 Meter pro Sekunde nach unten und sind eigentlich genau auf der Situation. Somit wird die Situation A und die Situation B genau das gleiche Resultat liefern. Es ist einfach etwas später kommt er hier an, als er hier ankommt, wenn man ja gleichzeitig starten würde. Es geht also auch um die Energieerhaltung. Wir können die Situation hier mit 1 bezeichnen, die Situation hier mit 2 bezeichnen und die beiden Gesamtenergien ausrechnen. Bei der Situation 1 haben wir die Masse auf der Höhe H1, das ist die potenzielle Energie, plus die kinetische Energie, m mal V1 im Quadrat halbe. Und das ist gleich groß nach dem Energieerhaltungssatz wie die Situation bei der Höhe 2 und die kinetische Energie halbe. Wir kennen ja eigentlich alles, wir kennen die Höhen, wir kennen die Geschwindigkeit zu Beginn, die Höhe 2, das Einzige, was uns fehlt, ist die Geschwindigkeit 2, die wir ja suchen. Wir können die Massen wegkürzen und nach V2 auflösen. Dazu nehme ich zunächst das G mal H2 auf die linke Seite und habe nach G mal H1 minus G mal H2 ist gleich oder plus V1 Quadrat halbe ist gleich groß wie V2 Quadrat halbe. Und ich multipliziere jetzt mit 2, dann habe ich 2 mal G mal H1 minus H2, ich klammere gleich aus, plus V1 im Quadrat ist gleich V2 im Quadrat. Oder wenn man noch die Wurzel draus nimmt, habe ich nachher hier direkt das V2, die Geschwindigkeit auf der Höhe 2. Jetzt müssen wir nur noch Zahlen einsetzen. Wir kennen eigentlich alles, die 10 Meter pro Sekunde hier im Quadrat. Wir haben die Höhendifferenz 35 Meter. Das kennen wir auch, wenn man da die Zahlen einsetzt, erhält man 28,1 Meter pro Sekunde.